Nee, Leute, ist das denn wahr? Ehrlich jetzt? Eventtruppe. Okay. Aber ich denke mal, das wären ganz easy peasy 3 Sterne gegen unseren Gegner hier, die Euter-Dinos. Aber ja, die Truppe ist echt mal merkwürdig. Och nee, nicht schon wieder. 10 auf 10, okay, auch mit der Eventtruppe, also mit dem Lavaloon. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also ziemlich OP hier, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass wir hier teilweise überhaupt keine oder wenig Helden haben hier bei Totos Bande. Da ist das egal. Wir spielen einfach Clankriege teilweise ohne Helden. Aber wie gesagt, mit der Eventtruppe hier scheint das immer irgendwie zu funktionieren. Und nochmal die Eventtruppe, gleiche Konstellation. Ja, sag mal, Leute, gibt's das denn? Greifen alle nur noch mit der Eventtruppe an? Das kann ja wohl nicht sein. Das ist echt unglaublich. Hier soll das jetzt 2 Wochen so weitergehen hier. Oder so lange, wie das Event noch geht. Oder könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch mehr von diesen komischen Angriffen sehen wollt. Oh, gruselig, spooky. Und jetzt erwische ich Uschi auch noch dabei, wie die das auch macht hier. Ne? Und ohne Queen, mit gepimpten Truppen im Moment. Ich habe ja Uschi auf einen nächsten Level gehievt. Also was heißt auf den nächsten Level gehievt? Auf den Rathaus Level 11. Und ja, meine Queen levelt, aber völlig egal. Du kannst einfach mit den Event-Truppen hier angreifen und kannst einfach das Beste draus machen. Was heißt das Beste? Es werden irgendwie immer 3 Sterne. Wir machen es ja eben ein bisschen schneller. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir im Thorsten. Vielen lieben Dank für die echt coolen Kommentare hier bezüglich des Events und auch bezüglich des Koboldarbeiters. Habt ihr euch richtig viel Gedanken gemacht? Habe ich mir auch noch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Näheres gibt es da sicherlich immer in den Livestreams zu dokumentieren, aber sicherlich ist das ein oder andere auch von euch richtig kommentiert. Also ihr seid auch schon der Meinung, dass sich der Kobold-Bauarbeiter in kleineren Rathausstufen wirklich gut lohnt, anstelle zum Beispiel von Baubüchern etc. Klar hat man immer noch die Bauzeit, aber man bekommt einen zusätzlichen Bauarbeiter für, ich nenne es mal so, relativ geringe Anzahl an Gems mit dazu. Und das bringt dann schon so ein bisschen die Verschnellerung. Aber die Eventtruppe hier ist wirklich jenseits von Gut und Böse, und wir haben gestern die Dinos hier so ein bisschen damit überrannt, weil wir uns gesagt haben, pass mal auf, alle, die jetzt hier im Chat sind oder auch im Livestream sind, die greifen jetzt mal mit dieser Konstellation an. Und ich habe das dann auch gleich zweimal mit Uschi gemacht, ganz egal, hier konnte auch ruhig einer sein, der hier einen Adler hat, völlig Latte. Dabei gab es nur eins zu bedenken, da habe ich zu Anfang auch nicht rangedacht, als ich damit in der Legende angegriffen habe, mit dem größeren Account, dass ich bei der letzten Luftabwehr, die jetzt hier hinten noch steht, dass ich die erst ein bisschen später setze, zerstöre, weil dort natürlich erstmal der Lavalunien drauf geht, also in diese Richtung geht es. Und je nachdem, wenn ich den dann zerstöre, das werdet ihr jetzt mal relativ gut sehen, dann halten die Truppen einfach an und ballern auf das, was da ist. Aber erstmal gehen die Richtung der Luftabwehr, und erst wenn sie weg ist, sage ich mal, so wie jetzt, dann, oh, gehen die auch eh auf die Gebäude, auf die Verteidigungsgebäude in der Nähe, und damit sind sie jetzt schon in der Mitte. Ihr Adler ist schon weg, und ja, der Slammer tut dann den Rest, so will ich es mal sagen. Aber im Moment, glaube ich, ist diese Truppe, da hatte ich so auch relativ zu Anfang relativ früh recht. Ich habe das auch ein bisschen verkannt, weil ich sie halt auch noch gar nicht hatte. Ich musste sie mir auch erstmal mit Uschi hier reinspielen. Das waren knapp 35.000 Punkte, und das geht eigentlich noch, oder Saures. Nicht Punkte, sondern Saures. Und ihr werdet auf jeden Fall auch als Free-to-Play-Spieler genug Punkte haben, um euch den Queen-Skin zu gönnen, auch ohne dass ihr mal ins Portemonnaie greift, denn am Ende dieser Ladder oder dieses kleinen Passes da gibt es ja noch mal ein Bonus-Event. Ich gehe mal davon aus, dass es da noch ein paar Medaillen gibt, oder aber unter der einen oder anderen Bauhütte in den normalen Dörfern, beziehungsweise wenn die hier platzen unter den Grabstädten. Bei den normalen Dörfern in der Legende passiert das natürlich nicht. Wenn ihr dann die Grabsteine wegmacht, dann ist da auch Saures drunter, weil das ja auch saure Truppen sind, und somit bekommt man schon, glaube ich, relativ genug Saures hier rein. Aber genug Saures haben die Gegner hier auf jeden Fall bekommen von uns, würde ich mal sagen. Deswegen wollte ich das für euch auch festgehalten haben. Ich gucke mal, ob wir noch einen davon haben. Zwei Socken hat, glaube ich, auch so angegriffen. Zweimal, meine ich. Ich gucke mal eben. Mimimi hat da oben auch so angegriffen, denke ich mal. Ja, der Mimimi hat da oben, glaube ich, auch so angegriffen. Oh nee, da hat man eine normale Truppe genommen. Okay, normale Truppen wollen wir nicht sehen, ne? Wir wollen schon so ein bisschen was sehen hier. Sven, ich gucke mal, ob der Sven das mittlerweile hat, er auch nicht gemacht. Nein, wir wollen ja auch die Eventtruppe sehen, damit ihr sie dann auch so ein bisschen nutzt. Gucken wir mal Nachtschatten an.
Ja, gegen den kleinen Zwölfer hier, das ist ja ein Opfer. Ne? Nur mit der Queen hier und den Events reicht vollkommen. Zudem hatte der Gegner auch keine Clanburg dabei. Das ist natürlich dann nochmal fürchterlicher einfacher, wenn du keine Clanburg hast, aber bei so viel Lava-Puppies, die aus dem Lava-Loon kommen, der sein eigenes Cleanup mit sich führt, ist auch das überhaupt kein Thema. Hier, und ihr seht auch die Restzeit hier, wann der Angriff eigentlich startet, weil man wusste jetzt gar nicht, welche Luftabwehr meinen jetzt weg. Diese kleinen Dinger, ja, und dann kannst du hier die ganzen Compartments schon wegmachen mit dem Bombenturm, den, naja, Bogenschützenturm kann man ja gar nicht sagen, mit dem Türmchen oder dem Klettergestell oder Klappergerüst. So hat früher Skylife immer gesagt, dieses olle Klappergerüst, die Queen auch gleich mit weggemacht. Und dann ist das hier einfach, Leute, das ist einfach, ja, wie soll man sagen, zu einfach will ich nicht sagen, aber es hilft auch in manch anderen Situationen, werden wir gleich sehen, es hilft auch in so manch anderen Situationen, denn in den Klankriegen kennt ihr selber, habt ihr ab und zu mal ein Mismatch, ja, unten Rathäuser nicht so stark wie die unteren beim Gegner und habt dann gleich irgendwie schlechte Konstellation oder schlechte Aura oder habt da keinen Bock mehr, weil der Gegner dann viel zu stark ist, ihr müsst dann mit 13er oder mit 12er auf 14er, aber das funktioniert trotzdem. Und jetzt erwische ich Uschi auch noch dabei, wie die das auch macht hier. Ne? Und ohne Queen, mit gepimpten Truppen im Moment. Ich habe ja Uschi auf einen nächsten Level gehievt. Also was heißt auf den nächsten Level gehievt? Auf den Rathaus Level 11. Und ja, meine Queen levelt. Aber völlig egal. Du kannst einfach mit den Event-Truppen hier angreifen und kannst einfach das Beste draus machen. Was heißt das Beste? Es werden irgendwie immer 3 Sterne. Wir machen das ja eben ein bisschen schneller. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir im Thorsten. Vielen lieben Dank für die echt coolen Kommentare hier bezüglich des Events und auch bezüglich des Koboldarbeiters. Habt ihr euch richtig viel Gedanken gemacht? Habe ich mir auch noch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Näheres gibt es da sicherlich immer in den Livestreams zu dokumentieren, aber sicherlich ist das ein oder andere auch von euch richtig kommentiert. Also ihr seid auch schon der Meinung, dass sich der Kobold-Bauarbeiter in kleineren Rathausstufen wirklich gut lohnt, anstelle zum Beispiel von Baubüchern etc. Klar hat man immer noch die Bauzeit, aber man bekommt einen zusätzlichen Bauarbeiter für, ich nenne es mal so, relativ geringe Anzahl an Gems mit dazu. Und das bringt dann schon so ein bisschen die Verschnellerung. Aber die Eventgruppe hier ist wirklich jenseits von Gut und Böse, und wir haben gestern die Dinos hier so ein bisschen damit überrannt, weil wir uns gesagt haben, pass mal auf, alle, die jetzt hier im Chat sind oder auch im Livestream sind, die greifen jetzt mal mit dieser Konstellation an. Und ich habe das dann auch gleich zweimal mit Uschi gemacht, ganz egal, hier konnte auch ruhig einer sein, der hier einen Adler hat, völlig Latte. Dabei gab es nur eins zu bedenken, da habe ich zu Anfang auch nicht rangedacht, als ich damit in der Legende angegriffen habe, mit dem größeren Account, dass ich bei der letzten Luftabwehr, die jetzt hier hinten noch steht, dass ich die erst ein bisschen später setze, zerstöre, weil dort natürlich erstmal der Lavalunien drauf geht, also in diese Richtung geht es, und je nachdem, wenn ich den dann zerstöre, das werdet ihr jetzt mal relativ gut sehen, dann halten die Truppen einfach an und ballern auf das, was da ist. Aber erstmal gehen die Richtung der Luftabwehr, und erst wenn sie weg ist, sage ich mal, so wie jetzt, dann gehen die auch eh auf die Gebäude, auf die Verteidigungsgebäude in der Nähe, und damit sind sie jetzt schon in der Mitte. Ihr Adler ist schon weg, und ja, der Slammer tut dann den Rest, so will ich es mal sagen. Aber im Moment, glaube ich, ist diese Truppe, da hatte ich so auch relativ zu Anfang relativ früh recht. Ich habe das auch ein bisschen verkannt, weil ich sie halt auch noch gar nicht hatte. Ich musste sie mir auch erstmal mit Uschi hier reinspielen. Das waren knapp 35.000 Punkte, und das geht eigentlich noch, oder Saures. Nicht Punkte, sondern Saures. Und ihr werdet auf jeden Fall auch als Free-to-Play-Spieler genug Punkte haben, um euch den Queen-Skin zu gönnen, auch ohne, dass ihr mal ins Portemonnaie greift, denn am Ende dieser Ladder oder dieses kleinen Passes da gibt es ja noch mal ein Bonus-Event. Ich gehe mal davon aus, dass es da noch ein paar Medaillen gibt, oder aber unter der einen oder anderen Bauhütte in den normalen Dörfern, beziehungsweise wenn die hier platzen unter den Grabstädten, bei den normalen Dörfern in der Legende passiert das natürlich nicht. Wenn er dann die Grabsteine wegmacht, dann ist da auch Saures drunter, weil das ja auch saure Truppen sind, und somit bekommt man schon, glaube ich, relativ genug Saures hier rein, aber genug Saures haben die Gegner hier auf jeden Fall bekommen von uns, würde ich mal sagen. Deswegen wollte ich das für euch auch festgehalten haben. Ich gucke mal, ob wir noch einen davon haben. Zwei Socken hat, glaube ich, auch so angegriffen. Zweimal, meine ich. Ich gucke mal eben.
Mimi hat da oben auch so angegriffen, denke ich mal. Ja, der Mimi hat da oben, glaube ich, auch so angegriffen. Oh nee, da hat man eine normale Truppe genommen. Okay, normale Truppen wollen wir nicht sehen. Ne? Wir wollen schon so ein bisschen was sehen hier. Sven, ich gucke mal, ob der Sven das mittlerweile hat, er auch nicht gemacht. Nein, wir wollen ja auch die Event-Truppe sehen, damit ihr sie dann auch so ein bisschen nutzt. Gucken wir mal Nachtschatten an. Ja, gegen den kleinen Zwölfer hier, das ist ja ein Opfer. Ne? Nur mit der Queen hier und den Events reicht vollkommen. Zudem hatte der Gegner auch keine Clanburg dabei. Das ist natürlich dann nochmal fürchterlicher einfacher, wenn du keine Clanburg hast, aber bei so viel Lava-Puppies, die aus dem Lava-Loon kommen, der sein eigenes Cleanup mit sich führt, ist auch das überhaupt kein Thema. Hier, und ihr seht auch die Restzeit hier, wann der Angriff eigentlich startet, weil man wusste jetzt gar nicht, welche Luftabwehr meinen jetzt weg. Diese kleinen Dinger, ja, und dann kannst du hier die ganzen Compartments schon wegmachen mit dem Bombenturm, den, naja, Bogenschützenturm kann man ja gar nicht sagen, mit dem Türmchen oder dem Klettergestell oder Klappergerüst. So hat früher Skylife immer gesagt, dieses olle Klappergerüst, die Queen auch gleich mit weggemacht. Und dann ist das hier einfach, Leute, das ist einfach, ja, wie soll man sagen, zu einfach will ich nicht sagen, aber es hilft auch in manch anderen Situationen, werden wir gleich sehen, es hilft auch in so manch anderen Situationen, denn in den Klankriegen, kennt ihr selber, habt ihr ab und zu mal ein Mismatch, ja, unten Rathäuser nicht so stark wie die unteren beim Gegner und habt dann gleich irgendwie schlechte Konstellation oder schlechte Aura oder habt da keinen Bock mehr, weil der Gegner dann viel zu stark ist, ihr müsst dann mit 13er oder mit 12er auf 14er, aber das funktioniert trotzdem. Weil ich auch irgendwie den ganzen Tag nicht verstanden habe, wie muss ich diese Truppe eigentlich spielen und wie muss ich die Blitze einsetzen und wie setze ich den Wut ein und wann setze ich meine Blimp, wenn ich sie überbrauche oder nehme ich doch lieber einen Slammer mit. Ist immer sehr, sehr unterschiedlich, aber ihr seht, ich habe auch exakt die gleiche Ezo-Truppe am Start und habe irgendwie mal angefangen, wenn ihr jetzt auf die Zeit geguckt habt, wirklich 3 Minuten hat man ja auch nur Zeit und dann muss das Ganze ja auch irgendwie durch die Base gehen. Also erstmal mit dem King hier rein und mit Queen hier reingefunnelt Richtung letzte Luftabwehr. Das ist auch relativ einfach mit dem Babydrachen noch mit dabei. Dann fällt zumindest nicht die letzte Luftabwehr, sondern es fällt eine Luftabwehr. Oder war das die letzte? Ah nee, das war die letzte. Guck mal, ich habe die letzte Luftabwehr oder sogar. Ich habe sogar schon drei geblitzt und jetzt ist schon keine mehr da. Das heißt also, das Einfachste ist natürlich, man blitzt 2 und nimmt erstmal, ja, obwohl man ja eigentlich für 3 Stück dabei hat. Ja, man hat ja für 3 Stück dabei, dann nimmt man vielleicht noch andere Zauber mit, wenn man so drankommt. Aber ich bin dann auch über die gesamte Front oben einfach reingekommen und habe eigentlich da schon gesehen, das kann nichts werden. Da außen noch die gegnerische Clanburg mit dem Loon und 3 Eisgolems, sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Ganz späte Blimp, die habe ich auch noch irgendwie in die Ability von dem Warden mit reinbekommen. Jetzt ist die Ability da und es ist noch ein Scattershot da, wo noch keine einzige Truppe von mir hingeht. Die Loons plöppeln jetzt aus, machen das Rathaus, gehen ein bisschen nach außen. Da sterben auch nicht ganz alle Loons. Da habe ich vielleicht ein bisschen Lack gehabt, dass sie nicht ganz alle sterben, sondern in der Struggle-Falle hier mit drin sind, also in der Nado. Ich nenne sie immer Struggle-Falle, weil die so strudelt. Und dann am Ende Herzschlag, Leute, echt Herzschlag, weil hier habe ich dann auch gedacht, hey, da lebt nicht mehr viel und ich habe noch so viel Papsi, aber da ist auch noch ein Scattershot, da ist noch ein Held, also mit der 90er Queen und da ist noch ein, oder von mir immerhin noch der Warden gewesen, der nimmt die Queen gerade so raus. Was ein Lack, Roll Champion, jetzt nur im Fokus des Scattershots und da unten des X-Bogens. Jetzt noch der Magierturm, aber ihr seht, der hat auch immer weniger Healpoints und die Kanone, oh, die macht jetzt meinen Roll Champion nicht, aber der Scatter macht es mit einmal, aber jetzt kommt's. Diggi, rettet mir hier den Arsch. Man glaubt es kaum, ich konnte es gar nicht glauben, ich habe nur gedacht, go, 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 weil hier unten war alles weg. Wirklich alles weg, hier wird alles weggesnackt und meine letzten Truppen sterben da unten noch, aber Digi ist hier am Stunnen und ja, okay, der Stunt hin, man, es ist nicht so wirklich sichtbares Stunnen, weil Digi ist für ihn hier aus der Range raus, ja, also Digi ist für den aus der Range raus, Phoenix kommt noch mit dazu, also die Heldentiere haben hier so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, fast so ein bisschen den Arsch gerettet, noch den Bohrer und die
stoßende Platte und dann ist das hier wirklich eine Punktlandung gewesen, Leute. Ihr könnt euch den Angriff nochmal angucken im Video oder live bei mir. Es waren exakt 3 Minuten mit der Eventtruppe und ich bin wirklich, wirklich froh, aber trotzdem, Leute, ich glaube, so geht es nicht wirklich. Wir haben damit wirklich alles gerockt, was man hier rocken kann in den Klarkriegen. Und ich meine, okay, wenn es euch natürlich auch so ergangen ist, ich habe heute auch schon einen Legendenangriff damit gemacht, auch mit 40 Sternchen oder 40 Pokalen. Muss jetzt noch ein bisschen ran hier, damit ich weiterhin das saure Zeug hier noch ein bisschen mehr reinbekomme, aber man bekommt auf jeden Fall am Ende auch als Free-to-Player. Ich meine, der Pass oder diese Ladder hier, das Mashup Madness, sieht ja für jeden gleich aus. Also egal, ob man Free-to-Play ist oder ob man Payer ist. Das einzige Unterschied wäre jetzt, wenn man Payer ist, dass man hier gleich in den Shop geht, sich dieses dicke Paket da holt für 22 Euro und dann hat man den Skin, den Queen Skin ja auch, den ihr hier unter mir ja auch seht. Der ist jetzt offiziell im Game, beziehungsweise der noch nicht, sondern der war ja schon im Game, sondern heute kam noch der König mit dazu. Aber alle Modelle sind auch wirklich, wirklich cool. Ich will auch gar nicht hingucken, weil das schadet immer meiner Geldbörse, sage ich. Ghost Warden, Ghost King, die beiden zusammen 22,99, 23,98. Okay. Ah, ich kann mich noch nicht entscheiden. Aber dann hätte ich alle 4 und ich glaube, das würde euch auch freuen, wenn ich mit allen 4 dann nach Mashup Madness hier damit rumlaufe. Wenn euch die Folge trotzdem oder überhaupt ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Ich lese auf jeden Fall jetzt nochmal und beantworte auch nochmal ein paar Kommentare, weil ihr wart mal wieder nicht ganz so unfaul und habt mir mal ein paar Kommentare reingeballert. Finde ich sehr, sehr gut. Ich beantworte die auch immer sehr, sehr gerne. Das wisst ihr. Lesen tue ich die sowieso alle. Also bis dahin. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.